Yo, meine Leute, welcome back zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ich habe noch Motoren automatisiert, ist hier vorne, ja genau, der Typ hier macht jetzt 5 Motoren pro Minute. Die Statoren habe ich mir von Rüben abgezwackt, da hatte ich extra noch ein paar mehr automatisiert, weil irgendwo kommen die, genau, von hier drüben. Und jetzt haben wir noch keine 20 oder sowas oder 15, die ins Lager reingehen. Die brauche ich ja auch für den Batterienbau hauptsächlich, also für die Energiespeicher wieder vorne. Dann habe ich mir Rotoren noch ein paar gemacht. Ich habe jetzt 40 pro Minute nochmal über hier vorne. Weil, naja, wenn wir mal irgendwann welche brauchen, dann habe ich die schon mal hier, was ziemlich angenehm ist. Die Kollegen hier machen einfach die ganzen Rotoren. Das Ganze mache ich mit Draht und mit Stahlrohren. Draht mache ich natürlich aus Katerium und Draht, einfach weil, Katerium und Kupfer. Einfach weil das Rezept viel zu geil ist, um das halt nicht zu benutzen. Katerium haben wir eh ohne Ende so. Und Kupfer ist jetzt auch wirklich keine Mangelware. Ja, ich werde auch bald das non-temporäre Lager aber mal etwas schöner bauen. Das heißt, das wird so eine Zwischenspeicherstation. Und dann werden wir, sobald wir die Möglichkeiten dafür haben, das etwas chilliger vielleicht einmal hier vorne bauen. Ein groß und ein schön. Oder vielleicht einfach da auf der Wiese. Muss ich mal gucken, wie ich das Ganze mache. Ich denke mal, auf der Wiese habe ich genug Platz zum Bauen. Das reicht erstmal. Wobei, hier gehen auch 10 Milliarden Förderbänder durch. Auf jeden Fall haben wir erstmal genug Motoren, dass wir Ölförderung erforschen können, was schon mal ziemlich nice ist. So, jetzt haben wir zumindest schon mal Raffinerien und Ölpumpen. Was sind das Ganze, ja, was uns auf jeden Fall einiges erspart. Alle Raffinerien machen sie, oder haben sehr, sehr effiziente Rezepte. So, jetzt nächste Stufe. Wir wollen ja natürlich Strom aus Öl machen. Da brauchen wir halt jede Menge Scheiß für. Und den ganzen Kack kommen wir eigentlich nur durch diesen Meilenstein. Okay, wir müssen jetzt erstmal Plastik und Gummi und so ein Gedönse machen. Das Problem ist, unser Stromnetz ist, ja, sagen wir mal, nicht gerade ausreichend. Und da Ölstrom noch eine Weile dauern wird, bis wir den benutzen können, sieht es so aus, als müssten wir, jetzt habe ich keinen Beton mehr, ey, als müssten wir noch ein paar mehr Kohlekraftwerke anschließen. Dementsprechend werde ich mal schauen, was ich da noch machen kann. So, ich bin gerade auf dem Weg, die Lichtbugs sind mir noch ein bisschen komisch. Ich bin gerade auf dem Weg, mehr Schwefel zu holen. Denn die Idee war, dass wir bei uns an der Base ja noch etwas Kohle über haben. Hier 150 Kohle. Jetzt war die Idee, ich hole mal noch Schwefel, mache das dann zu verdichteter Kohle und benutze das dann als Kohlekraftwerk zum Laufen. Ich habe hier mal eine kleine Betonproduktion gemacht, aber einfach eine reine Kalksteinquelle. Habe ich aber direkt hier Miner draufgesetzt. 6 Konstruktoren, einfach einen fetten Container Beton. Wenn ich also noch irgendwo in der Wildnis bin, Beton brauche, kann ich hier hin. Du musst dann nicht so weit laufen. Ihr seht, by the way, ich habe unten mir auch mal die Keystrokes eingeblendet. Weil ich meine, ich hatte es eigentlich für Doom gemacht und dann habe ich mir Battlefield gezockt und habe es da auch gemacht. Und das dachte ich mir, ja, mache ich so bei jedem Game einfach. Ich meine, das ist ja so ein bisschen aus wie so eine Art Markenzeichen. So, jedenfalls, was ich sagen wollte, Schwefel ist hier vorne. Jetzt darf ich gleich noch ein schickes 3 Kilometer Förderband darüber ziehen. Das sind halt literally 3 Kilometer oder sowas. So, ich war auf dem Rückweg und habe durch Zufall nochmal hier eine Kohlequelle gefunden, eine normale. Und die würde ich auch einfach mal direkt mitnehmen. Das heißt, dann habe ich jetzt meinen Schwefelband, was 270 liefert, und das Kohleband, ich weiß nicht, wie weit kann ich denn das übertakten? 300, ah, perfekt, machen wir auch 270. Haben wir 2 270er Bänder. Das einzige Problem ist, ich glaube, wir gehen bald die verstärkten, wie heißt die Zeit? Die Dinger da auf jeden Fall aus, die ich für die T3 Förderbänder brauche. So, und zum Beispiel eine lila Elektroschnecke hier mitgenommen. Ich habe nämlich jetzt unterwegs am Rückweg das Band schon mal von hier bis hier gezogen, dann geht mir der Stahl aus, und etwa hier oder so war noch eine Quarzquelle, die ich auch noch mitnehmen wollte. Das heißt, da muss ich schon 3 Bänder zurückziehen. Und das braucht halt unfassbar viel Stahlträger, den ganzen Kack. Und natürlich brauche ich dann auch nochmal mehr Schnecken zum Übertakten. Und jetzt gehen wir uns einmal alles voll. Das müsste erstmal reichen. Jetzt habe ich 3000 Stück. Bei 3 Bändern sind das aber 1000 Meter. Das müsste eigentlich klar gehen. Warum habe ich da jetzt noch keine Stromkabel hin? Dabei so entwickelt sich das Stromnetz immer weiter. Also hier ist eins. Immer wenn ich sehe, dass ich irgendwo, wo ich gerade hin will, keinen Strom habe, also keine Leitung, ziehe ich eine Leitung da entlang. Das heißt, irgendwann haben wir die ganze Map einfach in so einem richtig geilen Stromnetz eingedeckt. Und das wird dann logischerweise immer dichter, je näher wir an der Fabrik dran sind. Ich glaube, das wird ziemlich sick. Die Line zum Beispiel habe ich nochmal neu gezogen jetzt hier. Und ja, ich wollte gerade eine Schnecke suchen und da bin ich ins spinnenverseuchte Scheißgebiet gefunden. Ich habe jetzt nämlich nochmal unterwegs da eine Kalksteinquelle und Kupferquellen gefunden, mitten auf dem Weg, und ich dachte mir, die kann ich nochmal mitnehmen. Auch aber für die Kalksteinquelle noch diese Schneckendinger halt, also eins bildet mir noch. So, forschen wir ganz fix nochmal Myzel hier. Und dann kriegen wir gleich die Gasmaske. Oh, das wäre so nice, weil ich bin schon durch so viele Gasgebiete durchgerannt mit diesem riesen Förderband, ey. Das ist also wirklich, das ist abnormal. Dieser gesamte Berg oben hier, wo ich rüber bin, also der fängt ja hier an und geht dann, also hier das ganze Ding
ist quasi komplett vergast oben. Das ist so nervig. Man sieht ja schon die scheiß grünen Wolken, ne? Okay, es scheint so, als hätte ich echt einen Ausgang der Höhle gefunden. Ich habe ja nochmal eine blaue Elektroschnecke mitgenommen und hier ist anscheinend nochmal eine. Da. Richtig schon leuchten gesehen und komm mit. Und ich sag euch, diese Höhle ist krank groß. Also wirklich. Einfach nur. Digga, wo bin ich hier? Digga, da fängt die Höhle an. Die geht bis nach hier. Ich bin und was? Ich bin unter dem da, wo ich mein Band aufhören musste, weil ich keine Dinger mit dabei hatte. Oh ja, hier ist das super giftverseuchte Piss-Sumpfgebiet. I remember. Ja, lassen Sie mich in Ruhe. Nein, da an Seite. Und hier ist sozusagen der Ausgang. Und das, man denkt jetzt, es ist schon eine krasse Strecke, aber es geht ja nicht gerade. Es geht halt so ungefähr, ne? Das ist schon eine fucking fette Strecke. Ich mache auch erstmal einen Marker nochmal hin. Das heißt, da, wo ich stehe ungefähr. Also hier ist der Eingang. Ausgang, spinnenverseuchte Pilzhöhle. Der ganze Grund, warum ich eigentlich in der Höhle war, weil ich nur ein, zwei Spinnen brauchte. Was? Was für Spinnenschnecken brauchte ich so. Für meine gute alte Kalksteinquelle, die ich da mitnehmen wollte. Und natürlich die Kupferquellen, die direkt noch hier neben waren. Ich meine, das brauche ich jetzt nicht direkt, aber wenn ich es brauche, habe ich es schon mal da. Und ich meine, wenn es schon eh quasi auf dem Weg ist, dann kann ich es ja auch mitnehmen, oder? Falls der Sound gerade teilweise ein bisschen komisch ist, liegt es daran, ich habe meinen Ventilator hier neben mir aufgestellt. Und es kann sein, der dreht sich halt so, dass der ab und zu mal das Mikro reinpustet. Ich denke aber, man hört das. Eventuell, wenn es zu schlimm ist, mache ich den außen, während ich aufnehme. Das passiert, wenn man eigentlich nur ein bisschen Schwefel holen wollte. Damit man die Kohle in der Fabrik noch gut verarbeiten kann, die man überhat, ne? Dann sieht man ein fünfstöckiges Förderband durch die halbe Map. Und das Beste ist, weil ich der Weg sogar noch Kohle gefunden habe, wird das in der Fabrik einfach nicht mehr aufgebraucht, sondern das bleibt genauso da wie vorher. Also das Ding ist halt, solange ich hier per Hand noch Sachen drin schredder, ist halt das Lager pausiert, verlangsamt, weil ich halt beide Sachen über eine Schiene hereinstecke. Das Ding ist aber, ich habe hier noch ein bisschen Müll. Okay, komm, den Müll verarbeiten wir noch. Ja, Kohle und Dings, Schwefel ist connected. Die beiden Dinger fließen jetzt hier erstmal. Ach, der kann ich mal hier rauf, dankeschön. Fliegen sie erstmal wunderschön hier rüber. Ich habe gerade noch einen neuen Handslot geunlockt. So, ich habe jetzt theoretisch noch einen Handslot mehr frei, wenn ich mal das Gewehr noch frei schalte oder so und so. Ja, ich habe jetzt hier erstmal 10,8 Fabrikatoren, die verdichtete Kohle machen. Heißt, wenn man am Ende 270 verdichtete Kohle. Die Frage ist halt dann, boah, ist das satisfying. Oh, Leute, guckt euch das an. Die Frage ist halt nur dann, wie lange diese verdichtete Kohle noch dann, also, wie lange die brennt. Normale Kohle braucht ja, ich glaube, 4 Sekunden oder so. 5,9. Ja, wait, der ist in der Takt. Stopp, das zählt nicht. Der ist auch in der Takt. Meine Güte, haben wir nicht mal ein normales Kraftwerk hier. So, normal, ja genau, 4 Sekunden. Und ja, das ist halt 8,4 Sekunden, was ziemlich strong ist. Wir brauchen 7,14 pro Minute und da wir 270 haben, durch 7,14 können wir 38 Kohlekraftwerke. Was? Wie OP ist denn bitte diese verdichtete Kohle? 38? Jo, da bin ich wieder. Ich habe die Kohlekraftwerke noch einmal ganz fix umgestellt, ein bisschen umgebaut hier und da. Und bis hier habe ich ein wenig Technik verpasst. Sekunde. So, jetzt sind jetzt insgesamt 38 Kohlekraftwerke, letzte ist noch ein bisschen untertaktet auf 81, irgendwas Prozent, denn wir wollen ja die kompletten 270 verdichtete Kohle hier verbrauchen bei den Kohlekraftwerken. Ich habe das Ganze jetzt in drei Blocks aufgeteilt, in vier Blocks sogar, wir haben den äußeren Block hier, das sind einfach die überschüssigen, dann hier in der Mitte einen dicken Block und der wird von der rechten und von der linken Seite jeweils befördert, und dann hier quasi das gleiche und da vorne ist wieder noch so ein bisschen Überschuss, der nur von der einen Seite hier befördert wird. Ich habe ein bisschen Platz noch extra gelassen, das heißt, wir können theoretisch hier auch nochmal Förderbänder oder sowas rüberziehen, falls wir auf der anderen Seite noch was bauen wollen. Ich meine, wir haben hier noch ein bisschen Platz über in der Theorie. Muss ich mal gucken. Wird auf jeden Fall nichts, wo man häufig hin muss. Vielleicht nur irgendwie noch ein paar Treibstoffkraftwerke oder so ein Gedönse. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier, und da muss ich kurz gucken, ob die Rechnung aufgeht. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 volle Pipelines, 5 volle Pipelines und die letzte Pipeline sollte in der Theorie... Oh, scheiße, jetzt habe ich es gelöscht, was ich drin habe. Moment, ich muss mal neu ausrechnen. So, also das letzte Rohr hat 246,68067 Wasser, was es braucht. Und die restlichen sind alle voll. Das heißt, wir haben jetzt diese Menge an Wasser. Ich mache das alles einmal in Klammern. Plus 5 volle 300er Lines. Das heißt, wir sind am Ende bei 1746 Wasser. Und das sieht mir sehr gut aus. Denn wir haben ja auch 270 Kohle durch 7,14, was pro Sekunde gebraucht wird. Das heißt, das ist die Anzahl der Kohlekraftwerke. Also, ne, so. Und wenn wir jetzt die Anzahl der Kohlekraftwerke nehmen und jedes Kohlekraftwerk braucht 45 Wasser, haben wir hier 1746. Okay, das heißt, ich habe mich irgendwo um 45 vertan. Also genau, ein Kohlekraftwerk zu viel hingetan. Ah, Fehler gefunden. Das hier muss eine 3 sein.
Ich habe nämlich nur 3x 45 hier. 1, 2, nee, stimmt gleich. Ich habe 4x 45 hier. Und der letzte ist ja noch extra. Der untertaktete. Ui, das Segen. Jetzt habe ich irgendwas komisch gemacht. Und ich glaube, ich habe ein bisschen verkackt, weil das 270er Mann an Kohle und Schwefel ist. Nun ja, das heißt, ich werde wahrscheinlich die ganzen 3000 Meter nochmal dahin latschen müssen und checken, was da abgeht. Ich habe wahrscheinlich zwischendurch irgendwo einfach mal aus Versehen Mark 1 Ding benutzt. Oh, ich habe es gefunden. Ich habe tatsächlich einfach die ganzen Aufzüge hier mit Mark 1 gebaut aus Versehen. So, die Wasserextraktoren sind angeschlossen und es wird langsam echt dringend mit den Kohlekraftwerken. Die Batterien halten jetzt nur noch eine Viertelstunde ungefähr. Ja, ich werde ganz fix einmal das Ganze connecten. Ich dachte mir, dass ich erstmal alle zur oberen Line führe und dann von da aus das auf die unteren Lines verteile aus. Und ja, weil, ne? Dann verteilt sich, dann füllen sie sich nur von oben nach unten. Weil ansonsten wird das Ganze erst nach unten immer vollstacken und dann langsam erst die oberen, da habe ich keinen Bock drauf. Und da Pipelines eh noch ein bisschen buggy sind, bin ich da mal lieber etwas vorsichtiger. Okay, ich habe jetzt, ich habe versucht, das mit System zu balancen und das System war dann mit selber zu chaotisch und habe ich es einfach weiterhin chaotisch gebalanced. Ja, ich hoffe mal, es funktioniert so. Wir haben hier alle möglichen Rohre, die zu allen möglichen anderen Rohren führen. Ich hoffe mal, es reicht soweit und dass jetzt alle Dinger hier arbeiten. Also solange alle arbeiten, wissen wir, dass alles Wasser gleichzeitig aufgebraucht wird. Das heißt, keins stackt. So, ich will ganz kurz einmal checken, ob die Kohle denn jetzt soweit ready ist. Und ich mache eventuell auch gleich mal hier ein, zwei dicke Container hin für die verdichtete Kohle, weil ne, Puffer zu haben ist nie verkehrt in Satisfactory. Und ich denke, ich werde noch ein, zwei Wasserpuffer da reinbauen gleich. Aber ich bin ziemlich stolz hier. Ich habe da, wo die Pipeline sich selbst immer hier noch ein bisschen balancen, habe ich das gemacht. Ich finde das ganz geil, weil die Kohle hier eigentlich durch muss. Habe ich das so oben drüber geführt. Ich glaube, das sieht ziemlich nice aus eigentlich so. Also das einfach am Boden so stumpf lang zu führen. Und jetzt habe ich hier noch mehr Bauplatz. Die, was weiß ich, 5 Quadratmeter. Yay, hat sich bestimmt gelohnt. So, und die Kohlekraftwerke sind jetzt alle angeschlossen. Und das connecten wir jetzt einmal ans Main-Netz. Ich warte 4000 Kapazität, 4000 Megawatt. Achso, das war schon da vorne connected, habe ich vergessen. Okay, gut, jetzt haben wir zwei Connections, das ist auch nicht verkehrt, weil ich mal aus Versehen eine abreiße. Gut, dann bin ich wieder weg von Satisfactory. Ich zocke jetzt ein bisschen was mit Tintin. Und ja, bis dann, ne?